Ich will Sie jetzt auch nicht allzu lange mit Ihnen wahrscheinlich schon bekannten Themen quälen, aber vielleicht so zwei, drei Geschichten, also eine, die, sag mal, übergreifender Natur ist, die uns auch in Sachsen-Anhalt betrifft, aber übergreifender Natur ist, dann so ein bisschen, Herr Böhnisch hat das ja angedroht, was ist mit unseren Investitionen im Moment in Sachsen-Anhalt? Naja, und dann noch was unter Rubrik vermischt ist. Also das Erste, wir werden am 18. März diesen Jahres ein neues Fernverkehrskonzept vorstellen. Und ich darf hier natürlich überhaupt gar keine Einzelheiten verraten, werde ich auch nicht tun, weil ich genau weiß, dass Sie es nicht für sich behalten können. Schon großmäßig nicht, das wäre ja widersinnig. Aber was ich schon sagen kann, ist, wir sind ja im letzten Jahr mächtig in die Defensive geraten durch den Bus. Da reißt die Maus keinen Faden ab, das hat uns richtig Geld gekostet. Die Fahrgastzahlen sind beim Fernverkehr nach unten gegangen. Preisbewusste Fahrgäste, junge Leute, ältere Herrschaften, die gesagt haben, ach, umsteigen, so ist mir immer zu anstrengend. Vor allem beim Bus sind umgestiegen. Und auch wenn die Zahlen beim Bus jetzt nicht so riesig sind, also wir haben ungefähr 130 Millionen Fahrgäste im Fernverkehr im Jahr bei der Bahn, der Bus rangiert jetzt irgendwo bei 25 Millionen, glaube ich, 20, 25 Millionen, ist das jetzt noch nicht so die Welt. Aber man sieht schon, wenn man mal die Zahlen von früher vergleicht, da war das ja eigentlich nicht messbar, da tut sich was. Und das hat uns wehgetan. Das hat uns vor allem im Kernnetz wehgetan, also auf den Hauptstrecken, weil der Bus eben nicht, so wie man das vielleicht mal politisch angenommen hatte, jetzt irgendwie, weiß nicht, von Rostock nach Chemnitz unbedingt fährt, sondern wir haben 50 Abfahrten Berlin-Hamburg zum Beispiel. Da können Sie im Grunde morgens im 10-Minuten-Takt mit dem Bus fahren. Und das hat natürlich die Fahrgäste auch auf den großen Strecken abgezogen. Und noch dazu kommt, dass sich die Preiswahrnehmung bei den Kunden verändert hat. Also früher war es logisch, hat man halt für so einen Fahrschein 80 Euro bezahlt. Jetzt sagen die Leute, wieso 80 Euro? Kann ja mal einen Bus für 9 Euro fahren, das kann ja wohl nicht sein. Und bei Fahrgästen, die sagen, ob es jetzt doppelt so lange dauert oder nicht, ist mir wurscht, Hauptsache es ist billig, hat das schon mal eingeschlagen. Also das hat uns an zwei Ecken angegriffen, einmal im Kernnetz bei den Fahrgastzahlen und das zweite Mal bei den Fahrpreisen. Deswegen haben wir ja auch eine Nullrunde gemacht im Fernverkehr. Und ja, darauf müssen wir reagieren. Und wir haben jetzt ein Jahr lang, kann man sagen, waren wir in der Defensive und jetzt, so viel kann ich schon sagen, wenn wir in die Offensive gehen. Also wir werden uns sicherlich nicht verstecken und sagen, na gut, das war's halt. Schauen wir mal. Das tun wir ganz sicherlich nicht. Was da kommen wird, da muss ich mich jetzt überraschen lassen. Also wenn ich das jetzt erzähle, zieht mir Herr Grube die Ohren lang. Deswegen müssen wir da bis zum 18. März noch warten. Aber das vielleicht mal so als Vorankündigung zu Sachsen-Anhalt. Das ist natürlich von solchen Fernverkehrsüberlegungen auch immer betroffen. Wir leben ja in Sachsen-Anhalt, also eigentlich müssen wir an den Autobahnen, ich fahre ja nicht im Auto, aber ich habe mir sagen lassen, da stehen Schilder, Land der Frühaufsteher, ich weiß nicht, ob sie noch da stehen, vielleicht sind sie auch weg, aber vielleicht sollte man besser Schilder aufstellen, das Land der Eisenbahninvestitionen, ja, weil das stimmt nämlich wirklich. Und Herr Böhnisch fiebert dem Großereignis Ende des Jahres ja auch schon entgegen. Heute erst wieder zusammen. Ja, zum Thema Eröffnung des ersten Abschnitts. Naja, der erste ist nicht, aber der erste wichtige Abschnitt ist der Neubaustrecke Berlin-München. Also konkretes Abschnitts Halle-Leipzig-Erfurt. Und ja, wenn das kommt, dann ist es eine Revolution. Das kann man schon sagen. Also sagt man, die haben immer so große Worte, verkaufen sich natürlich viel besser, wenn man sagt, boah, jetzt ändert sich die Welt. Aber die ändert sich an der Stelle wirklich. Sie ändert sich in diesem Jahr ein bisschen, aber sie ändert sich dann Ende 2017, wenn die Gesamtstrecke fertig ist, schon ganz gewaltig. Und damit meine ich jetzt nicht die Geschichten, Jena hat dann keinen ICE-Anschluss mehr oder so. Ja, das spielt sicherlich auch rein. Aber Halle, und das interessiert uns in Sachsen-Anhalt natürlich, wird zu einem ganz wichtigen Dreh- und Angelpunkt des Schnellverkehrsnetzes in Deutschland. Und ich habe ja immer so diese flapsige Formulierung gewählt, 3x3, also von Halle in 3 Stunden nach Hamburg, in 3 Stunden nach München, in 3 Stunden nach Frankfurt. Frankfurt sogar noch schneller, aber es wäre blöd, wenn ich sagen würde, 2x3 und einmal 2 Stunden 48, kommt nicht so gut. Deswegen lieber 3x3.
Und das wird alles tatsächlich dann Realität sein, wenn diese Strecke fertig ist. Und das bedeutet, dass die schnelle Verbindung Berlin-München über Halle läuft, nicht über Leipzig. Psst, nicht weiter erzählen, hier war auch jemand aus Leipzig. Also fahren trotzdem ganz viele Züge über Leipzig, das muss man ganz klar sagen. Aber die schnelle Verbindung geht über Halle und wir werden auch eine neue Verbindung haben von Berlin nach Frankfurt über Halle, die bisher ja immer über, na nicht über Stendal, sondern an Stendal vorbei und über Hildesheim führt. Also da werden wir eine neue Linie einführen, die Linie 15. Also da verändert sich die in Deutschland und ich glaube, wir können auch selber noch gar nicht so ganz in allen Details erfassen, was da draus werden wird. Das hängt dann auch ein bisschen von den Fahrgästen ab, wie die das annehmen. Aber alle unsere Erfahrungen sind ja eigentlich, wenn das Angebot gut ist, und ich sag mal, unter 4 Stunden Berlin-München, das ist schon ein ziemlich gutes Angebot, dann, und übrigens auch unter 4 Stunden Magdeburg-München, allerdings mit einmal umsteigen in Halle, müssen die Magdeburger durch. Aber das sind schon Zeiten, da kann man sich sehen lassen und da muss dann auch keiner mehr zum Flughafen fahren, weil da hat er die Hälfte der Zeit schon verbraten, bevor er überhaupt im Flugzeug sitzt. Also, das ist der Big Bang sozusagen, der neue Einstieg in das oder der Einstieg in ein neues Eisenbahnzeitalter. Damit wir uns nicht langweilen und damit das auch wir nicht nur diese Sache haben, haben wir ja bei der Gelegenheit auch noch ein paar andere Investitionen angefasst. Halle können Sie ja sehen jeden Tag. Also wenn Sie da vorbeikommen, wenn ich da mit der Bahn ankomme, freue ich mich immer. Also wenn ich nicht gerade vom Signal stehen muss wegen Bauarbeiten längere Zeit. Und der Termin dann verplant ist, aber sonst freue ich mich, da sieht man wirklich, da passiert was. Die Zugbildungsanlage ist im vollen Gange, der Neubau dieser Zugbildungsanlage. Ein, wie ich finde, bemerkenswertes Projekt, 2000 Wagen werden wir da am Tag über die Rampe schieben, also über den Berg. Und da wird der gesamte Einzelbahnverkehr in Südost, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, wird dort konzentriert. Und das sind keine Peanuts, weil wir haben etwa 14 Millionen Tonnen Gütertransport auf der Schiene, bei Schenker, muss ich mal dazu sagen, kann ja jetzt nur für unsere Bahntochter sprechen, die anderen transportieren ja auch noch was. Und das ist immerhin eine Größenordnung, kommt so ungefähr an Baden-Württemberg ran. Ja, also wir sind da nicht, also jetzt nur Sachsen-Anhalt, ich habe jetzt Sachsen und Thüringen noch gar nicht dazu gerechnet, also wir müssen uns da nicht verstecken und diese Drehscheibe des Güterverkehrs wächst und ich finde es ganz toll und das ist auch das Schöne an Sachsen-Anhalt, dass die Menschen in Halle das nicht begleiten mit transparenten, wir wollen unsere alte Bahnbrache behalten oder wir fanden es schöner ohne Eisenbahn, wie man es ja aus anderen Bundesländern kennt, ich will jetzt keine Details hier einführen, sondern die finden es wirklich klasse. Wir haben also hohe Besucherzahlen in dem Informationszentrum, was wir im Hauptbahnhof haben. Und ich frage, also immer wenn ich umsteige dort, gehe ich da zu den Damen und Herren und sage, was ist los, wie ist die Resonanz? Und ich will auch mal ganz genau hören, ist es denn positiv oder kommen die Leute um zu meckern und zu sagen, oh, ist ja alles blöd? Überwiegend 98% positiv, die Leute sagen, super, es passiert hier was, wir sehen, hier wird investiert. Ich sage mal 400 Millionen alleine in den Rangierbahnhof, das ist auch kein Pappenstiel, also da sieht man schon was. Und ich finde das an Sachsen-Anhalt so erfreulich und so erfrischend, dass die Menschen solche Investitionen positiv begleiten. Ja, es gibt auch immer einen, der sagt, Mensch, da ist nun direkt mein Garten da, mein Gartenzaun, das finde ich nicht so toll. Aber im Großen und Ganzen haben wir eine sehr, sehr positive Grundstimmung. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass Sie positiv darüber berichtet haben. Wenn das so sein sollte, dann danke ich dafür. Aber ich sehe es auch an der Aktion Bahnland Sachsen-Anhalt, die wir jedes Jahr machen. Komischerweise waren wir noch nie hier im Simulatorenzentrum. Das sollte man ja unbedingt mal nachholen. Fällt mir bei dieser Gelegenheit ein. Haben wir schon Programmpunkt für dieses Jahr. Dickes Portemonnaie mit. Ja, ah, okay. Also, dann werden wir nochmal verhandeln. Oder? Also, wie auch immer, da sieht man auch an dieser Resonanz, ja, das Bahnland Sachsen-Anhalt ist tatsächlich nicht nur so eine Phrase, sondern das gibt es an der Stelle. So, die anderen Investitionen, Halle, Knoten, das macht uns richtig Arbeit und das treibt auch manchmal die Schweißperlen auf die Stirn, ja, weil das ist ein enger Zeitplan und wir wollen natürlich es auch so weit haben, dass wir nicht, wenn die Neubaustrecke in Betrieb geht, dann wir den ganzen Knoten wieder aufreißen müssen und neu machen.
Also das ist ein sehr ehrgeiziges Vorhaben, aber die Damen und Herren sind dabei und wir entdecken öfter mal was Neues im Boden, wie irgendwelche Kanäle, die nirgendwo verzeichnet waren. Aber im Großen und Ganzen geht es da sehr gut voran. Ein Megaprojekt, also 500 Millionen, die da nochmal drinstecken, das ist schon ganz ordentlich. Und ja, Magdeburg, da müssen wir ja mal gleichwertig das hier im Land machen, ne? Nicht, dass die Magdeburger sagen, wir behandeln sie schlecht. Deswegen stecken wir 600 Millionen in den Knoten Magdeburg. Und das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe kommt dann, wenn wir mit der ersten fertig sind. Und ja, die ersten Vorboten können Sie jetzt ja schon sehen, aber das wird dann alles noch viel schlimmer. Das ist eigentlich eine tolle Geschichte, weil die ganze Infrastruktur, ich habe jetzt Köthen, Dessau und was war alles, die Strecke nach Halberstadt habe ich jetzt mal alles, lassen wir jetzt mal weg. Ja? Und der Ostkorridor, Stendal, Uelzen, haben wir auch alles gleichzeitig in der Mache. Es hat aber natürlich auch zur Folge, dass wir in den nächsten Jahren mit erheblichen Einschränkungen im Betrieb rechnen müssen. Also jetzt könnte man böse sagen, das Einzige, was man noch fahren kann, ist der Simulator hier. Aber so schlimm wird es nicht kommen. Aber natürlich, Halle, da ist jeweils die Hälfte des Bahnhofs weg und wird neu gebaut. Und das Betriebsprogramm auf der Hälfte der Gleise abzuwickeln, ja, wird nicht ganz so möglich sein. Hier haben wir eine ähnliche Situation. Hier werden wir auch Einschränkungen haben, Gleise außer Betrieb nehmen, schrittweise. Das wird von allen Kundinnen und Kunden nochmal viel, viel Geduld erfordern. Aber das Schöne ist, wenn es dann mal fertig ist, dann ist es auch wirklich top. Und dann kann man stolz drauf sein und kann sagen, Sachsen-Anhalt hat mit die modernste oder wahrscheinlich sogar die modernste Infrastruktur auf der Schiene in Deutschland. Ja, also das vielleicht zum ganz groben Investitionsüberblick. Sie wollen jetzt ja eigentlich auch lieber Lok fahren und nicht so viel Theorie hören. Ich glaube, insgesamt können wir jedenfalls in Sachsen-Anhalt zufrieden sein. Es gibt auch ein paar Themen, die schwierig sind, die wir auch in den nächsten Jahren uns mit der Politik zusammen angucken müssen. Demografischer Wandel, die Entleerung der Fläche. Also super eingeschlagen ist zum Beispiel die Mitteldeutsche S-Bahn. Da sieht man eben in den Metropolen und den Kerngebieten, da brummt es. Da könnten sie doppelt so viele Züge fahren, die wären trotzdem noch voll, wenn wir die Züge dann hätten. Und MDSB 2, also der zweite Abschnitt des S-Bahn-Systems, kommt ja Ende diesen Jahres. Fahrzeuge haben wir auch noch nicht. Ja, und wir werden sie wahrscheinlich auch nicht haben bis dahin. Jedenfalls nicht die wir haben wollen. Aber trotzdem, da passiert was, da läuft es gut. In der Fläche. Ja, sie haben die Diskussion über Schafstedt und Wipperliese und. Das ist ja politisch weitlich geführt worden. Aber man muss einfach mal sagen, da sitzen auch keine Leute in den Zügen. So ist es. Trotz eines eigentlich guten Angebots. So, und das wird für die Verkehrspolitik vor allem die interessante Frage sein, wie wird man das in den nächsten Jahren zusammenkriegen, in den Kerngebieten ein sehr gutes Angebot zu finanzieren, aber trotzdem die Fläche nicht vollständig zu vernachlässigen. Keine ganz einfache Aufgabe. Wir sind da immer nur beratend tätig und ausführend. Letztendlich muss die Politik die Weichen stellen und natürlich auch die finanziellen Weichen dafür stellen. Da streiten sich ja Land, Länder und Bund jetzt erstmal um die Regionalisierungsmittel. Also da erwartet uns in den nächsten Jahren sicherlich noch so das eine oder andere an Auseinandersetzungen und Themen. So, aber ich will jetzt auch nicht mit einem negativen Touch enden, sondern ich kann sagen, seitdem ich hier in Sachsen-Anhalt bin, so lange ist das ja noch nicht her, aber doch immerhin jetzt schon über 2 Jahre, habe ich gerade festgestellt, habe ich nicht nur das Land lieb gewonnen, ich hoffe umgekehrt mögen die mich jetzt auch so einigermaßen hier, sondern ich habe vor allem die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner hier sehr schätzen gelernt, die mit einem großen Engagement hier an diesem Gesamtprojekt arbeiten. Und die besten Beispiele sind ja eigentlich immer die so verrückt sind, die fahren nicht nur tagsüber oder nachts oder wann auch immer mit der Lok, sondern wenn sie dann fertig sind und vom Bock runtersteigen, dann krabbeln sie irgendwie zur BSW-Gruppe, also Bahnsozialwerk, und schrauben dann an historischen Loks rum, weil sie noch gar nicht genug kriegen können von diesen Verkehrsmitteln. Und das ist für mich immer so ein Beweis dafür, also Eisenbahner, das ist nicht nur ein Beruf, sondern das ist wirklich eine Berufung. Und solche Leute findet man hier, Gottlob, sehr, sehr viele in Sachsen-Anhalt. So, ja, ich hoffe, das war kurz genug. Zwischen Ihnen und dem Simulator sitze nur noch ich, aber Sie können jetzt einfach an mir vorbeigehen. Ich bedanke. Eine kleine Frage habe ich. Ja, wie tut es, wenn in der Fläche, gerade im Süden Sachsen-Anhalts, wieder mehrere Strecken an private Betreiber hier sind? Ja, naja, das ist
schon schmerzhaft, gar keine Frage. Also wir haben ja jetzt Ende des Jahres auch die Übernahme, vor allem dieser Achse durch Thüringen, von Eisenach nach Halle durch die Holländer, durch Abellio. Das ist nicht schön, ja, gar keine Frage. Wir werden uns jetzt dem Wettbewerb ja, hier ist ja gerade, läuft ja die Ausschreibung des Dieselnetz Sachsen-Anhalt, DISA, also all die Strecken, Heidensleben, Übisfelde, aber bis runter, bis nach Erfurt eben, also das ganze Dieselnetz, da werden wir uns auch bewerben und werden natürlich versuchen zu gewinnen. Wir werden sehen. Also was ich nur sagen kann, mein Eindruck ist, dass der Wettbewerb in Sachsen-Anhalt immer fair ist und das kann man jetzt nicht von allen Ländern so ganz behaupten, würde ich sagen. Da gibt es auch manchmal so sehr skurrile Ideen von Aufgabenträgern, wie man Ausschreibungen gestalten kann. Ich finde in Sachsen-Anhalt, also wenn mir das Urteil erlaubt ist, wird das sehr professionell gemacht. Und wir werden versuchen, unser Bestes zu geben und möglichst keine einzige Strecke an irgendwelche Wettbewerber abzugeben. Weil ich finde eigentlich, die holländische Staatsbahn oder die französische Staatsbahn, die können ruhig bei sich da ihre Strecken fahren. Aber hier würden wir das ganz gerne machen. Ich glaube, wir haben da auch ein gutes Angebot zu machen. So, weitere Fragen oder haben Sie jetzt hier noch Theorie? Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Ich bin ja auch noch. Wir können gerne auch noch beim Bier die eine oder andere Frage klären. Okay, danke schön. Ja, danke.